Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part. Pokémon Feuerrot Randomizer Nuzlocke. Ja, im letzten Part haben wir, oder im ersten Part besser gesagt, haben uns dieses schöne Team hier aufgebaut. Und dich tun wir mal dahin. Ja, einfach nur so. Ja, wir haben schon Björn besiegt, unseren Rivalen, und sind jetzt auf dem Weg zum Vertania-Wald. Ja, auf Route 2 haben wir schon was gefangen. Und im Vertania-Wald dürfen wir uns noch eins fangen. Wünscht mir Glück. Ich hoffe, es wird ein gutes, ja. Komm, legendäres. Warte, du kannst nicht, ne? Nee. Komm. Oh. Phyrnontor. Ah, ich glaube, das ist so ein Stami. Das erlernt nicht viele Attacken. Ja, wir fangen es natürlich, ne? Ist ja logisch. Wobei, was will ich da einsetzen? Wollte ich mir nicht noch Pokébälle kaufen? Oh Mist. Ist es drin? Gut. Phyrnontor. Interessantes Pokémon. Wir haben jetzt keine Attacken gesehen. So, möchtest du? Ja, möchte ich. Okay, das ist jetzt schwer. Phyrnontor. Ich denke, wir nennen das Frost. Yeah, Frost. Passt, würde besser zu Frostet hier passen, aber ja, Phyrnontor passt da, oder? Frost. Super Name. Als wenn. Ein Grodon! Hätte ich das bekommen? Will ich kämpfen? Wir gucken kurz mal, was der für Attacken kann. Was war? Nachtmar? Das war doch aber nur wegen Schlaf, ne? Ja. Pilzspore, Durchbruch und Schallwelle. Perfekt. Kann schon fast nicht besser sein. Ich würde auch sagen, ich greife an. Gegenschlag sollte effektiv sein. Wow. Nicht? Okay. Okay, er kann mir mit Knochenmark nicht schaden. Was machen wir? Ich glaube, wir wechseln zu ihm hier. Hä? Aber er ist doch Boden. Und Boden hat doch Kampf als... Nee, nur Gestein, ne? Ja, wir setzen trotzdem Sprungkick ein. Weil Zeit auf jeden Fall stärker ist. Und ich glaube, er kann nur Knochenmarang. Sonst würde er bestimmt doch was anderes einsetzen, oder? Cool. Hoffentlich kriegen wir dafür... Na gut, 62... Geht, ist noch in Ordnung. Könnte mehr sein. Ich will halt jetzt Libelle trainieren. Damit, warte, wie viel Leben hat das jetzt noch? Achso, das war voll, ja. Damit es die neue Attacke bekommt. Und hier ist unser eigentlich erster Trainer, ne? Was hat der wohl für... Welches Level sind die Pokémon schon hier? Okay, erstmal Mauzi. Mauzi ist sehr gut. Auf 6. Man muss halt immer aufpassen, die können jetzt... Die können alle eine Eisattacke irgendwie können. Wir müssen hoffen, dass es nicht so ist. Memento Mori. Das war doch, dass mir Stats runtergemacht werden, ne? Angriff. Und Spezialangriff auch. Ja, mal gucken, wie viel kriegen wir. 88. Oh, was? Ich bleibe auf jeden Fall drin.
Denn es ist nur ein Bisasam. Auf Level 6 auch. Wir haben halt Windstoß. Aber was? Zieh nicht mal mehr die Hälfte ab. Flammenrad, das ist egal. Zieh da ihn ab, okay. Na, ist halt. Man muss halt bedenken, ist immer ohne Step und. Bisasam ist tot, cool. Da hatten wir wohl eben ein bisschen Pech. Und jetzt ein bisschen Glück, weil das eben so wenig und jetzt mehr abgezogen hat. Explosion! Nein! Ich kann das nicht erlernen. Ich kann Explosion nicht erlernen. Weil wenn das Pokémon stirbt, ist es weg. Es erlernt eine Attacke und die ist Explosion. Ja, mehr Pech kann man nicht haben, oder? Wer lernt jetzt noch eine Attacke so in der nächsten Zeit? Du hast, ne? Ja, er hat Kopfnuss. Oh, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich kann jetzt nicht immer nachgucken. Ich kann mir das aber auch nicht öffnen, so nebenbei gerade. Na, ich weiß nicht. Was soll ich tun? Ich glaube, auf 11 oder so würde er nachher nochmal was erlernen. Das sind halt jetzt aber auch nur Vermutungen. Wie Pietes, okay. Alter, auf 7. Ich muss meine anderen Pokémon auf jeden Fall trainieren. Sonst habe ich ein Problem. Sonst habe ich ein richtig Problem. Oh, nice. Es kann nicht angreifen. Was machen wir gegen dich gerade? Sandgrab ist dumm. Wir machen halt Sprungkick. Sprungkick ist halt eigentlich voll stark, weil das war nicht mal sehr effektiv. Oh, Verbrennung wäre übel jetzt. Wollen wir wechseln? Ja, komm. Wir machen ein bisschen risky. Ich glaube, auch ein Tauboga bekommen wir doch erst auf, weiß ich gar nicht genau. Was setzen wir gegen ihn jetzt ein? Aquaknarre. Obwohl, das war dumm. Ich glaube, wir kriegen das erst auf Level 30. Irgendwann 32 oder so. Wir müssen Kopfnuss nehmen. Weil er ist ja auch normal. Dann kriegen wir noch Step. Ich muss auswechseln. Scheiße. Mann, das gibt's nicht. Mann, du mit deinem Drecksglut, Mann. Geh mir nicht auf die Nerven, Mann. Piss dich. Ja, im Nachhinein war es überhaupt nicht schlau, gebe ich zu. Dass wir auch noch nicht vergiftet, verbrannt worden sind. Verbrannt worden. Nee, keine Ahnung. Wow, trotzdem so viele für alle. Krass. Auf A7 und nicht auf A8. Kyogre. Kyogre, dann nehmen wir auf jeden Fall ihn. Er hat eigentlich die einzige Chance, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, er hat Donnerschock. Und wir müssen hoffen, dass es die Hälfte abzieht. Oh, zum Glück. Alter, was, Mann?
Man verpisst dich. Ja, wahrscheinlich. Was mache ich jetzt? Nein. Oh mein Gott, es hat... Oh mein Gott! Es schläft. Es schläft? Es schläft. Okay, es schläft. Shit. Es muss jetzt ein paar Runden schlafen. Es muss diese Runde schlafen. Eine und noch zwei. Es muss drei Runden insgesamt schlafen. Das schläft niemals drei Runden. Ich habe das Gefühl, legendäre wachen immer früher auf. Also ist auch bei mir so. Also ist eigentlich nur bei mir so. Also bei anderen achte ich da nie so drauf, aber bei mir ist das meistens so. Oder eigentlich immer. Und bitte schlaf, schlaf einfach. Und es muss nur zweimal schlafen, ja. Es greift ja jetzt nicht als erstes an. Damit ist Kyoko weg. Und Frost steigt bestimmt drei Level auf. Das gibt jetzt so viele Punkte, Alter. Oh mein Gott, wie viele sind's? Für jeden 300? Oh, für jeden 163, okay. Das ist für Frost aber trotzdem sehr, sehr viel. Das sollte für drei Level reichen, oder? Nicht? Oh Mann. Kleinstein. Ja, wir wechseln zu... Ich würde eigentlich gerne zu Tauboga wechseln, weil er hat doch... Er hat halt die Aquaknarre. Das wollte ich nicht. Ich verklick mich zu oft in diesem Spiel. Viel zu oft. Ja, wir setzen einen Durchbruch ein. Wir hoffen, dass es die Hälfte abzieht. Nö. Zieht nie die Hälfte ab, oder? Viele Länder. Ich hasse dich. Scheiß Kleinstein. Nicht kämpfen. Oh Mann, ey. Es kann immer viel Länder, oder? Entweder war das... Hatten wir vorhin schon mal einen Kleinstein? Beim Training hatte ich eins, wo ich einmal trainiert habe. Aber... auf jeden Fall konntest du auch viel Länder. Und wir brauchen einfach auch für die Kämpfe so mega lang. Das gibt's nicht. Wir haben noch so viele Kämpfe vor uns. Ich glaube, das ist ein Gegengift. Ja. So, ich müsste auch mal heilen, oder? Ich würde sagen, ich gucke jetzt noch einmal nach, wann welches Pokémon mal welche Attacken erlernt. Okay, das konnte ich mir eigentlich gar nicht alles merken. Also er mit 10 und 16, Libelle mit 17, Dragon mit 15. Und Tauboga mit 9 und 13 oder so. Kompliziert, aber ungefähr so. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Pfff. Hättest du mir gern. Wenn du gewinnst, bin ich Game Over. Dann war's das. Das wäre nicht so gut. Ja, Sprungkick ist eigentlich... Ich liebe Sprungkick. Beste Attacke der Welt. Ich wollte auch nochmal was nachgucken, was Sprungkick angeht. Und zwar... Die Genauigkeit... ist auf 95. Das ist bei mir noch nie passiert bis jetzt. Noch nie?
Der ist so krass, der trifft halt immer mit der Attacke irgendwie. 241, oh mein Gott. Aber er müsste jetzt auf 15, bis er die nächste Attacke kriegt. Ja. Bitte nicht. Ich muss mich heilen. Es kommt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, es kommen noch zwei Trainer jetzt. Grodon, yo. Den besiegen wir aber, würde ich sagen. Der kann nicht viel gegen mich machen. Der konnte nur Knochen machen. Die haben aber auch immer das gleiche Moveset jetzt. Die haben halt nicht jedes Mal ein anderes. Ist interessant, ja. Heißt, wenn ich mir jetzt nochmal einen Dragoran züchten sollte, würde es auch die Attacken kriegen. Ich kann mir zwar keinen Dragoran züchten, aber ist ja egal. Es wäre halt ein Dratini dann. Gut, das hätte dann bestimmt andere Attacken. Weil es ein Dratini ist, aber... Ja, es wäre schon... Ist schon interessant, sowas zu machen, ne? Wow, er hat einen Pikachu. Das kann man normal hier fangen. Wäre das schlau, einfach mit Sprungkick? Bitte nicht. Scheiß Statik. Och man, ich dachte, ich wollte mich schon freuen. Magma. Tauboga ist halt ziemlich angeschlagen. Ich wollte eigentlich Tauboga wieder nehmen. Ich kann aber nicht. Können gucken, was der für Attacken kann, dann vielleicht noch auswechseln. Aber, na, 12 KP sind zu wenig. Donner. Wir können auf jeden Fall nicht auswechseln. Da müssten wir schon hoffen. Alter, was hat der für Attacken, Mann? Also mit den Attacken hätten wir Tauboga dann nicht rauslassen können. 250, Mann, was sind das für krass viele Punkte? Walreiser. Da der höchstwahrscheinlich keine Eisattacke hat, wechseln wir zu ihm. Und hoffen... Erdflammenwurf, okay. Das juckt mich nicht. Oh, was? Er darf halt nochmal angreifen jetzt. Ja, nochmal Flammenwurf, okay. Und tschüss. Damit sind wir mal wieder ein Level aufgestiegen. Geht ziemlich schnell. Hätte ich nicht gedacht. Wobei, ja. Eigentlich ist es ja. Ist ja schon ein Dragoran, ne? Es kriegt ja. Ist das nicht so, dass es trotzdem weniger Punkte kriegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sich das verhält auch. Ich hatte nie einen Dragoran Level 5 trainiert. Ich weiß nicht, ob das dann auch anders ist. Und der hat es tatsächlich überlebt. Wollen wir... wir könnten, ja, machen wir. Ich täusche mich jetzt nicht, oder? Hoffe ich. Gut. Gut, gut, gut. Denn wenn wir jetzt mit ihm Grodon besiegen, das wäre schon sehr gut. Nice. So, wie viel kriegen wir? Jeder nur 62. Ich meine, das ist ein Grodon, please. Könnte man mal mehr Punkte geben? Mann! Pantimos.
Machen wir mal. Klar. Ich habe aber auch Glück, ne? Die können halt Flammenwurf, Fauna-Statue, aber es juckt mich halt nicht. Ja, komm. Er setzt es halt gleich nochmal ein, ja gut. Und jetzt bitte. Das dritte Mal jetzt. Nice. Okay, jetzt sieht die Hälfte erst jetzt auch. Heißt, wir sind ja, schneller, ne? Ja. War abzusehen. Und wie viel kriegen wir? 77 reicht auf jeden Fall überhaupt nicht. Gut. Ein Trank oder so? Ja, aber wir müssen eigentlich nicht. Habe ich einen Paraheiler? Nee, ein Gegengift nur. Ein Paraheiler wäre eigentlich gut gewesen. Kriegen wir aber leider nicht. Dann hoffen wir mal, dass wir hier jetzt ein bisschen Glück haben. Eins nur. Regen. Nochmal. Wobei, das ist gar nicht so schlecht. Das ist nur Stahl, ne? Bitterkuss. Die mieseste Kombo. Verwirrt und paralysiert. Hat der nur Bitterkuss? Haben die alle nur eine Attacke oder was? Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Okay, er hat aber tatsächlich irgendwie nur eine. Ah, jetzt komm, greif an. Ich trau mich jetzt nochmal. Wenn er jetzt eine Attacke eingesetzt hätte, ne, ich wäre sowas von tot. Yes. Ja, das nächste ist verwirrt. Ich muss, glaube, muss ich? Ich glaube, ich muss. Na, endlich geht's auch mal daneben. Ja, dann müssen wir eigentlich Gegenschlag nehmen. Shit. Oh, wir haben auch Glück gerade. Gut, das war's. Oh mein Gott. Auf 12. Und du auch. Krasser Scheiß. Krasser, krasser Scheiß hier, was hier abgeht, ne? Gut, dass ich hier jetzt durchgekommen bin, Mann. Denn wenn man auf die Zeit guckt, ist wieder viel zu viel eigentlich. Ich gehe jetzt noch halt ins Pokémon Center. Wir können nicht Rocco besiegen. Der hat irgendwie Pokémon auf Level 14 und 15, oder nicht? Nups. Das passiert mir auch mal wieder. So, dann bleiben wir jetzt mal hier stehen. Ja, mal gucken. Also vielleicht, so können wir auf jeden Fall nicht weitermachen. Sie sind, ich sag's mal so, sie sind trainiert auf jeden Fall. Höchstens auf 14 und alle so ungefähr gleich. Weil, ja, also mit Starmie auf Level 4, ja, kannst du nicht weitergehen. Auf jeden Fall nicht. Und dann probieren wir es mal gegen Rocco. Und ich werde wahrscheinlich einige neue Attacken haben. Hoffentlich auch. Auf jeden Fall bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.